Servus, grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Epilog von Oblivion. Ja, die Suche war gestern etwas holprig und ich hatte wenig Stress, aber ich bin fündig geworden und zwar in Korol. Ich habe da gestern ein bisschen, ne, aber egal, wir haben es jetzt und wir gehen mal rein. Ich weiß jetzt, was noch für Missionen offen sind, die wir machen können. Und die machen wir auch dann, bis alles fertig ist. Ach scheiße, jetzt habe ich den Ring nicht mit. Verdammt. Ich hatte ja einen Ring für... Ne? Fürs Licht. Oh ne. Siehst du, wieder super vorbereitet, ne? Und Fackel habe ich auch keine. Ja, gut, dann nehmen wir uns halt eine raus. Auch kein Problem. So. Da waren wir ja schon mal. Aber nur kurz. Und ich wollte hier... Was ist mit dir? Schönen Tag. Ja. Wiedersehen. Ciao. Solange der mir nicht folgt jetzt, ist alles gut. Weil ich glaube, der wird sterben. Ich mache hier mal zu, wa? So. Supi ist auch auf. Dann geht's hier unten schon los. Ich komme hier nicht weiter. Ihr dürftet gar nicht hier sein. Nee. Bin ich auch gar nicht. Weißt du? Mach doch hier einfach zu jetzt und bleib draußen. So. Jetzt haben wir dich ausgesperrt, mein Freund. Die letzte Warnung. Raus hier, oder leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Lass mich doch verhaften, du Kleiner. Okay. Ja, hier ist einiges am Sein, ne? Problem ist, die Wachen kommen hier auch nicht runter, glaube ich. Ha. Oder? Nee. Hier sind auf jeden Fall viele Skelette rum. Oh. Und Zombies. Oh. Aber nichts Dramatisches, glaube ich. Es ist halt nur relativ groß und dunkel. Es wäre schön gewesen, wir hätten ein Licht gehabt. Ist hier jemand? Ich sehe halt gar nichts, ne? Ach, okay. Oh. So. Gut, dann können wir uns jetzt mal umsehen. Warum ist der hier hochgelaufen? Man weiß es nicht. Ja, also ich fange hier nicht an, jeden da zu looten. Das wäre ein bisschen... mühsam. Okay, hier geht's nicht weiter. Alles klar. Das ist ja so eine kleine Dungeon. Die hat man anscheinend irgendwie gemacht. Ist ja auch klar, weil sonst wäre sie ja auch gar nicht hier. Der Zweck ist mir nur halt nicht ganz bewusst. Warum man diese Dungeon hier gemacht hat. Alter, was ist denn das für ein Tor? Deep Underground Cavern, Age Old Silvergate. Oh. Altes Silber Tor, das hier irgendwo hinführt. Hier geht's auch nochmal rauf. Old Coral Cistern. Gehen wir kurz rauf. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Ah ja. Mhm. Der große Forst. Der große Forst. Unmöglich ist es. Okay. Könnte es sein, dass wir hierfür einen Schlüssel bräuchten? Theoretisch. Könnte schon sein, ne? Naja, haben wir jetzt aber nicht. Ist jetzt die Fackel auch aus? Wahrscheinlich, ne? Ne. Brauchen wir nur noch auszurüsten. Sehr gut. Okay. Der große Forst.
Ja, und hier diese Tür. Da kommen wir. Was? I found an aged Silvergate in some tunnels beneath Coral, but can find no way to open it. The gate is strangely warm to the touch. Okay. There might be someone in Coral with knowledge of the city's history who can suggest a way to open the gates. The guards are likely to know everyone staying in town, or perhaps I could ask someone walking in the Gold Horse Courier Office. Okay, also eine Quest, super. Sehr gut, wir haben wieder eine Quest. Wir haben was zu tun, Leute, juhu. Es wird nie aufhören. Ne, wir haben schon noch so einiges vor. Ich habe hier jetzt mal für die Quest der Eileiden-Dinger habe ich mal was rausgeschrieben. Das ist auf jeden Fall was, was kommt. Ja. Knochen. Okay. Holztür leicht. Wo kommen wir hier raus? Das dürfte aber auch ein Ausgang sein, ne? Wie diese silberne Tür. Das ist, wonach wir suchen. Chapel Undercroft. Okay. Aha. Aha. Okay. Ja. Ah, hier oben. Okay. Ja, dann waren wir hier nicht schon mal und haben das gesehen? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir hier reinkommen. Aber die Quest ist halt noch offen, wa? Gate into a dark history. Ich muss auf jeden Fall die Golden Horse Courier Office finden. Und da mal nachfragen. Was ist denn das für ein Eisentor, das zu ist? Leute. Wir spielen das Spiel erst nicht seit gestern. Wie kann das sein? Es laggt gerade wieder ein bisschen, ne? Es laggt gerade. So, wo war der goldene Kurier? Hier irgendwo auf diese Seite. Glaube ich zu wissen, dass der hier oben irgendwo war. Nee. Verdammt. Ach, scheiße, was laggt denn hier jetzt schon wieder so? Das war gestern ja auch wieder so eine Sache, ne? Also, bah. Es war nicht so schön. Vielleicht ist auch der Nebel die Schuld. Oder es ist das Problem, dass wir so viel schon gemacht haben. Oder es ist... Ach, da hier ist es. Gold Horse Courier Service. Okay. Gehen wir mal rein. Hallo, guter Mann. Yogun. Good day. Good day. Age Old Silvergate. Okay, er sagt, er glaubt nicht, dass es irgendwen gibt, der was uns helfen kann, außer eine Frau aus der Gilde. Naja. Lebt wohl! Jo, ciao. Aber er hat irgendwas von Archäologie gesagt, ne? Also ich weiß es nicht genau. Nehmt Virani. She has retained a room at the Twin Goblet Alehouse and may know something about the Silvergate, okay? Ja. Wo ist die? Ach, die ist eh hier. Twin Gate. Aha. Okay. Alles klar. Hallo. Gumball Golub. Dura Golub. Wo haben wir denn die gute? Die gute Stute. Wo ist die denn? Ist wieder. Hier ist auch wieder so dunkel, ne? Bah. Bah. Ey.
Ich hasse es, wenn ich irgendwas wegmache, wo ich genau weiß, dass ich es brauche und dann trotzdem wegmache, weil ich mir denke, nö, brauchen wir eh nicht mehr. Und dann genau brauchst du es wieder, ne? Die Scheiße, ey. Bah. Könnte ich kotzen. Da ist sie ja. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Hi. Ja, hier, Silvergate. Well, an Explorer, boah, Alter, die sind immer so schnell. Age-old Silvergate. It's quite impressive, isn't it? Ja, es ist schon einzigartig, ja. Help the Archäologie gilt. Ach, es gibt eine Ach. Alright. Oh, gut. Wir sind also hier irgendwie. Alter. Ich komme hier einfach nicht mit. Aber es ist anscheinend gibt es eine. Archäologie-Gilde. Seht euch vor. Ja. Auf einmal kannst du wieder Deutsch sprechen, wa? Ja, ja. Du Imitant. So. Ich muss mal kurz nachlesen, was wir jetzt machen müssen. Die haben jetzt gerade miteinander geredet. Und ich stecke jetzt fest. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Hä? Me? You bastard. What did I do? Hä? What if I can find the real father? Was passiert denn jetzt hier? Lucien Boycombe. Alter. Der hat mir gedroht auf jeden Fall. Das habe ich mitbekommen noch. So schnell bin ich ja nicht mit Lesen, ey. Die ja ballern die Untertitel rein. Auf Englisch. Weißt du, wenn du nie Englisch redest, ne? Dann hast du ja halt echt verloren teilweise. Und dann musst du auch noch schnell lesen können. Und die Untertitel der. Alter, ich kann immer noch nicht gehen. Hallo. Oh, ist die Sequenz jetzt vorbei? Hallo? Ist die Sequenz nun vorbei? Ja, eigentlich müsste die vorbei sein. Aha. A girl in Corol named Elaine Boycombe approached me with her parents and accused me of being the father of an unborn child. Okay. Ja, who's the daddy? Super. Die haben jetzt gesagt, ich wäre hier der Vater, ne? I must prove that I had nothing to do with the Elaine's present condition. Otherwise, her parents will force me to marry her. I need to speak with Elaine in private. Okay. Spätestens dann machen wir ein Kind mit der. Okay, kommt also irgendwer her und sagt, ey, Alter, bist du ja der Vater, was ist los mit dir? What might be behind it? The Archaeology Guild has been planning an expedition, but wants to know what dangers there may be first. Virani provided me with a magic scroll, which, when cast in front of the gate, should reveal a switch. Okay. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier. Aber auch cool, dass die irgendwie noch ein paar Quests versteckt haben, ne? So. Wieso müssen wir hier raus? Okay. Ja, es dürfte wohl irgendwie einen Sinn haben, glaube ich, wenn wir hier rausgehen jetzt. Es gab ja irgendwie einen anderen Weg, ne? Vielleicht ist das der. Man weiß es ja nicht. Da ist was Grünes auf jeden Fall. Das heißt, wir können vielleicht von hier aus rein. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. So, hier. Hier haben wir es. Korolzistern. Aha, jetzt haben wir den Schlüssel. Super. Super. Ja, dann rein hier. Und dann müssen wir die Rolle aufmachen. Oh Mann, jetzt ist hier wieder so dunkel, ne? Menschenskinder.
Ach, hier. Boah, ey. Also die Schlüssel, die hätte ich auch mal rauswerfen sollen. Aber man weiß ja halt nie, welchen man davon noch braucht, ne? Das ist halt das Problem. So. Also, das muss irgendwie eine Schriftrolle sein. Viranis Magic Scroll. Okay. Die nehmen wir mal. Haben wir. Speichern schnell. Und jetzt kann ich hier... okay. Ich leuchte jetzt. Nee. Ach, hier, warte mal. Press the block. Ich hänge. Wer kommt? Avirani. Very good. Sean, start together. Camp with the next. Safe, of course. Ach, war ich hier jetzt einfach nur das Versuchskaninchen hier? Dass ich das einfach mal kurz probiere oder was? Gehen wir mal rein. Ja, klar. Was ist denn hier los? Ja. Smoke. Strained. Silvergate. Okay. Ja. Dann reden wir mal kurz, oder? Okay, die weiß auch nichts. Auch ihr. Auch ihr, ja. Ist die Quest jetzt vorbei? Nee, the Silvergate is unlocked. Virani has joined me and intends to see up a camp in the cavern. I can now explore. This is as far as the quest goes so far. Okay. Die ist anscheinend hier abgeschlossen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. So. Was ist hier? Die kämpfen hier und wenn ich hier ein bisschen näher komme, dann spawnen die weg. Irgendwie hat das hier alles ein bisschen einen komischen Look. Das ist nicht ganz so clean, ne? Also, oder beziehungsweise das ist mir zu clean hier. Das ist mir zu clean und hier ist auf einmal irgendwie, ne, einfach mal ein Tor. Keine Ahnung, was hier abgeht. Aber wir schauen mal. Hier ist ein Boot. Ja, das ist ja... Oh Mann. Das ist aber auch echt Switch. Was macht der? Ach so. Do you wish to use this skiff? Yes. Something prevents the skiff from moving. Was ist denn das Skiff, Mann? Was ist denn das hier alles? Also das muss irgendwie eine Eileiden-Scheiße sein, ne? Aber... Switch. Da hat sich auch nichts getan, ne? Aber hier drüben, ich weiß auch nicht, was hier ist. Also, das nächste wird sein, auf das Boot rauf zu gehen, aber... Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier drüben? Hier drüben ist irgendwie so eine Art Tür, ne? Ist irgendwie so ein Turm. Was ist das denn alles? Was haben wir denn hier? The gas cloud ahead must be toxic. Judging by the two dead bodies, it would not be wise to walk through it. Ja, klar. Man weiß ja auch nicht, wie toxisch der ist, ne? Wir probieren es einfach mal raus. Ich komme ja auch nicht weiter. Das ist eher das Problem. Hier, den können wir auch nicht looten. Ja. Sieht so aus, als müsste ich vor... Jo. Müsste ich vorher... Ja, das Gas irgendwie wegkriegen. Um dann durch die Tür zu gehen. Ich muss hier mal ganz kurz was probieren. Moment. Okay. Nee, da kann ich ein bisschen vorgreifen. Also... Nee, das machen wir nicht.
dachte gerade, ich kann vielleicht hier in den Wall, also No Clipping Mode reingehen und hier durchlatschen, aber das war nicht so. Das lassen wir lieber. Okay, also ich würde fast vorschlagen, wir machen mal das mit dem Boot, wa? Super, eure Akrobatikfertigkeit ist verbessert. Sehr schön, super, ja, geil. Trotzdem. Something prevents the skiff from moving. Ja, ist ja auch okay, ne, aber ich muss hier ja auch. Ach, warte mal. Das ist anscheinend das alte Schiff. Aber ich weiß auch nicht, was das mit den Geistern so auf sich hat, ne? Wie komme ich jetzt hier rüber? Das ist auch so eine Sache. Aber was blockiert denn diesen Scheiß hier? Ist ja nix. Da ist doch nix. Ja, wir kommen auch nicht weiter so, ne? Das ist hier die andere Sache. Okay. Irgendwas blockiert hier. Das Boot ist ja auch völlig im Arsch. Aber da geht noch was zu drücken, ne? Aber hier ja anscheinend nicht. Oh Mann. Da muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, hier rüber zu kommen. Weil das wäre ja auch blöd, wenn das nicht gehen würde. Oder? So rein. Vom Stil her und so. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, hier hinten irgendwo weiterzukommen. Um das Gas irgendwie auszuschalten. Das kann ja auch sein. Das heißt, wir müssen uns hier drüben noch mal kurz umschauen. Weil das haben wir auch nicht so wahnsinnig gemacht, ne? Wir haben ja auch nur kurz geguckt und sind dann wieder gegangen. Ich habe hier probiert, durch die Wand durchzugehen, aber da war ja auch nichts. Nee. Sieht hier auch nicht nach Schalter aus, ne? Hier überall. Hier ist auch nichts. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommen wir hier wieder nicht weiter. Und wahrscheinlich ist das Ding gering, dass man im Internet darüber was findet, weil das ja irgendwie entweder durch Mods hier eingebaut worden ist oder das unoffiziell hier drin ist. Dann ist halt die Frage, wie man hier damit umgeht. Selber rausfinden wird schwierig hier, weil man kriegt hier auch relativ wenig mit. Ich werde hier nochmal mit der Tante hier quatschen, mal schauen, was sie noch sagt, aber... Ich hoffe, ich kann behilflich... Ja. Ja. Bitte, los, hab Dank. Ja. Lebt wohl? Ja, leb auch wohl, nur... Bau doch mal hier jetzt was auf und hilf mir dann, die Scheiße hier da zu untersuchen. Ist doch echt. Die steht hier einfach nur doof rum, wa? Ich schaue jetzt mal noch wegen dem Text und so. Wir werden das nächste Mal weiterführen, auf jeden Fall. Die nächste Folge. Wir haben noch ein bisschen Input für Oblivion. Das finde ich schön und das ist auch gut so. Denn wir wollen ja das alles ausreizen. Ein bisschen. Dementsprechend kommen die Folgen dann nur mal jeden zweiten Tag. Was auch nicht so schlimm ist. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Können das ein bisschen lockerer machen. Alles. Gut. Ja, dann sehen wir uns dann übermorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Bleibt gesund. Und auf Wiedersehen.